Okay, wir reden über Zara, so wie es aussieht. Ich hole schnell noch den Artikel, damit du schnell reinschauen Sabagasso. kannst. Nein, nicht Zaragassa, sondern Zara, der Kleidungsladen, wo dir sicher auch schon so etwas sagt. Und zwar geht es hier um einen Shitstorm, wo Experten darüber sagen, dass Zara zu miserablen Konditionen produziert und Arbeiter ausbeuten. Was sagt dir das Thema? Hast du dich schon mal mit dem beschäftigt? Zara ist natürlich jetzt da genommen worden, weil die momentan den grössten Umsatz machen. Und der Besitzer von Zara ist auch, ich glaube, immer noch der reichste Mann auf der Welt. Und darum geht man natürlich auf etwas, das am stärksten und am grössten ist. Aber natürlich geht es da um ein Thema, das alle Kleidermarken, also alle Kleiderhersteller, außer dass es so ultra Fairtrade Öko betrifft. Also H&M, Kos, wie sie alle heißen. Einfach wirklich so Alle gängigen alle, Läden. einfach alle Kleider. Also man kann davon ausgehen, alle Kleider, die man so sieht, wenn man so rumläuft an der Bahnhofstrasse, da klebt Blut dran. Das ist auf dem blutigen Rücken von meistens armen Frauen gemacht worden, die 10 bis 12 Stunden am Tag an der Nähmaschine sitzen. Aber Das das ist sagst du ja so. nicht nur, weil du das selber wie mitbekommst in den Medien, sondern du hast auch Erlebnisse gehabt, wo du das vor Ort gesehen hast. Ja, voll. Wir haben mal eine Sendung konzipiert zu diesem Thema. Das war also ein Subthema. Und dann sind wir für die Recherchearbeit sind wir auf Myanmar und haben dort wirklich, wir sind so in die H&M-Fabrik rein, zum schauen. Wir sind in verschiedenen Fabriken. Wir haben zwei junge Frauen begleitet, einen Tag und eine Nacht. Haben bei denen in den Slums, man muss es so sagen, es war wirklich Ghetto gewesen. Dort haben wir so gewohnt und geschlafen mit denen in einem ganz kleinen Raum mit irgendwie 5 oder keine Ahnung, 7 Leuten. Und dann sind wir mit ihnen arbeiten. Und dann sind wir auch, ich bin wirklich auch, ich und die Co-Moderatorin, wir sind 10 Stunden an der Nähmaschine. Und es war so krass, weil wir haben nicht gut geschlafen. Wir sind mega, einfach wirklich so ultra vergrumpt. Und dann haben wir so gedacht, hey, es reicht doch, jetzt haben wir 4 Stunden gemacht. Wir brauchen es ja für die Aufnahme. Und wir haben, yeah, we got the point. Es ist anstrengend. Wir mögen nicht mehr. Und der Produzent, der Kameramann, sind so gesagt, nein, ihr macht die 10 Stunden. Und wir sind so hässig dann geworden. Weißt, es ist so eine Wut, die Ungerechtigkeit, wo wir haben die Ungerechtigkeit gespürt, weil wir gedacht haben, hä, aber es macht ja, es gibt ja keinen Sinn. Wir brauchen es ja nur für die Aufnahme. Und das ist ja wie so der kleinste Teil von der Ungerechtigkeit. Der richtig große Teil von der Ungerechtigkeit ist, dass ganz viele Menschen, die für die Kleiderindustrie arbeiten, das tagtäglich haben. Und du hast Es das ist mal für einen wirklich. Tag selber gespürt, wie das ist. Ja, Mann, es ist widerwärtig. Und ich kaufe seit Jahren nichts mehr Neues. Ich versuche wirklich so sehr gezielt, spezifisch, wenn etwas Neues zu kaufen.